Züchterinnen und Züchter, werte Freunde der Braunschweiz und der Holsteinzucht. Ich darf Sie sehr herzlich zur vierten Ausgabe des Webinars Genostar on Stage begrüßen. Besonders begrüße ich die Leute, die sich aus dem Ausland dazugelockt haben, und es freut mich, dass unser Webinar auch überregional Anklang findet. Die Durchführung wird bei den anderen Veranstaltungen wie folgt abgehalten. Die Stiere werden von Gregor Schauchmeier und meiner Person abwechselnd besprochen, und für den technischen Support bzw. für die Überleitung in den einzelnen Kategorien ist Thomas K. verantwortlich. Ich möchte nun Thomas K. das Wort geben. Ja, meine geschätzten Damen und Herren, es freut mich natürlich, dass ich hier auch heute wieder Teil dieses Webinars sein darf. Und eine Tatsache, die bei jeder Zuchtwertschätzung besonders interessant ist, ist die Veränderung. Und Stiere, die sich positiv verändern, sind Stiere, die deutlich an Wert gewinnen. Und gerade in der Braunschweiz-Zucht haben wir im Zuchtprogramm von Genostar mit New York und Austria zwei absolut positive Entwicklungen zu bieten, die vor allem in den Leistungsmerkmalen voll entsprechen. Lieber Hans, ich bitte dich, den ersten unserer Gewinner vorzustellen. Ein großer Gewinner dieser Zuchtwertschätzung ist GS New York. Er konnte im RZG 3 Punkte zulegen und im Milchwert 2 Punkte. GS New York ist ein Namurson aus Bisto. Der stammt aus der K-Familie von Josef Hohl aus Geistal. Er ist aktuell einer der stärksten nachgefragten genomischen Jungfärber von Genostar. GS New York hat einen Gesamtzuchtwert von 141 und er ist ein Allrounder, der sich durch eine hohe Milchmengenfärbung, und die hat auch eine Steigerung erfahren von 1285 Kilo auf 1340 Kilogramm Milch, in Kombination mit einer sehr guten Fitnessfärbung, hier ist besonders die Persistenz, die Meldbarkeit, der Vitalitätszuchtwert und die Leistungssteigerung zu erwähnen und durch ein ausgeglichenes Exterieurprofil auszeichnen. GS New York wird leistungsstarke, vitale Tiere färben, die in allen Körpermerkmalen überzeugen können. Die Becken werden breit und lang sein und sie sollten eine gute Beckenlage sowie eine ausgezeichnete Umdreherposition aufweisen. Die funktionellen Euter haben speziell in der Strichplatzierung, in der Strichdecke und in der Euterbalance ihre Vorzüge. GS New York steht für Leistung, Körper, Beckenfärbung, Persistenzfärbung und Melkbarkeit. Besonders stolz sind wir, dass wir mit GS Sinatra wieder einen Stier aus unseren eigenen Reihen vorstellen dürfen, der auch zu den Gewinnern dieser Zuchtwertschätzung zählt. GS Sinatra wurde in Niederösterreich gezüchtet und hat mittlerweile über 1200 melkende Töchter in der Zuchtwertschätzung. Aber nicht nur auf der weiblichen Seite leistete GS Sinatra bis jetzt Hervorragendes, sondern auch auf der männlichen. So konnten bereits einige Söhne oder Enkelsöhne, wie zum Beispiel Optimal oder Sinis, erfolgreich bei uns eingesetzt werden. Als ganz früher Sisalblumensohn stammt er mit Hukus und Basir im Pedigree aus einer doch sehr altbewährten Kuhfamilie. Aktuell kann GS Sinatra einen Gesamtzuchtwert von 128 vorweisen und steigerte sich somit wieder um einen Punkt gegenüber der Aprilschätzung. Mit einem guten Milchzuchtwert von plus 779 Kilogramm sind seine Töchter sehr leistungsbereit und sorgen daher für einen Punkt mehr im Milchwert bei dieser Schätzung. Die ganz großen Stärken von GS Sinatra liegen aber in der Vererbung der Gesundheitsmerkmale. Besonders in den Bereichen Persistenz und Fruchtbarkeit kann GS Sinatra mit 120 bzw. 113 Punkten überzeugen und machen ihn hier zu einem der gefragtesten Stiere in unserem Ausgabeprogramm. GS Sinatra-Töchter sind eher spätreife Kühe, die sich bis hin zum zweiten Kalb körperlich noch sehr entwickeln.
Einige Töchter haben bereits das dritte Mal gekalbt und sehen noch immer sehr jugendlich aus. Die Stärken im Exterieur liegen bei GS Sinatra sicher in der Korrektheit des Körperbaus und der guten oberen Linie. Die Töchter sind breit genug und haben somit auch Platz für hoch angesetzte und drüsige Euter. Die Stärken des Stieres wurden nicht nur bei der Nachzuchtpräsentation im Bergland im vergangenen Herbst ganz klar bestätigt, sondern GS Sinatra bestätigt sich mit seinen Töchtern auf allen Betrieben, wo er eingesetzt wird. Ein weiterer Stier aus unserem Zuchtprogramm, auf dem wir besonders stolz sind, sind GS Austria. GS Austria konnte sich im Gesamtzuchtwert um 3 Punkte steigern und im Milchwert ebenfalls um 3 Punkte steigern. GS Austria ist ein Amarison, der Kerenz und Agi Volvo auf die Stammkuh, die Husli-Tochter Agra, die über 100.000 Kilogramm Milch produzierte, auf den Betrieb Stroma zurückgeht. GS Austria wird mittelgroße Tiere werden, die im zunehmenden Alter sich in der Breite und in der Tiefe entwickeln werden, so wie es in der Kuhfamilie typisch ist. GS Austria ist ein enormer Milchmengenfährer. Mittlerweile hat er einen Plus von 1486 Kilogramm Milch aufzuweisen im Zuchtwert. Das ist eine Steigerung gegenüber der letzten Schätzung um 150 Kilogramm. GS Austria kann die Persistenz deutlich verbessern, er kann die Zellzahl deutlich verbessern, er fährt eine ausgezeichnete Meldbarkeit und vor allem auch eine ausgezeichnete Leistungssteigerung, die ja für Braun Swiss wirklich sehr, sehr bedeutend und wichtig ist. GS Austria wird die Milchmenge deutlich verbessern, er zeigt eine super Fitness und ist deswegen einer der meist eingesetzten Stiere aus dem Genus der Zuchtprogramm. Neu und wiederum ein Gewinner dieser Schätzung ist der Volkerson Vans. Durch die enorme Steigerung der Zuchtwerte seines Vaters, die vor allem durch die hohen Absolutleistungen seiner Töchter begründet werden, konnte sich auch Vans um 5 Gesamtzuchtwertpunkte auf 143 GZW verbessern. Als Mutter hatte eine Oranto-Tochter, die mit ihrem Fettgehalt in der Milch überzeugen kann. Und so scheint es auch Vans mit plus 0,13% Fett weiter zu färben. Doch auch mit über plus 1000 Kilogramm Milch im Vererbungsprofil kann Vans durchaus auch als Leistungsverbesserer eingesetzt werden. Im Bereich der Fitness fällt besonders der hohe Zuchtwert für Persistenz auf, aber auch die gute Zellzahl und ein guter Zuchtwert für den paternalen Kalbeverlauf, der für einen breiten Einsatz auch auf Kalbinnen spricht. In seinem Linear sind besonders die Merkmale Brustbreite und Rumpftiefe hervorzuheben, die selten von einem Jungstier so vererbt werden. Viel Breite und Körpertiefe spricht für hohe Grundfutteraufnahme und somit auch für eine hohe Leistung. Und diese hohen Leistungen sollen Vans-Töchter einmal mit sehr breiten und langen Euterkörpern produzieren. Zudem kann seine Vererbung im Bereich der Zitzen als nahezu perfekt bezeichnet werden. Vans wird bei uns zukünftig auch in der gezielten Paarung eingesetzt werden und sollte aber auch aufgrund seiner vielen Stärken und der sicheren Abstammung sehr breit und auf allen Betrieben eingesetzt werden. Nach diesen ausgezeichneten Braun-Swiss-Färbern kommt nun mit Capone der erste Holstein-Färber, der sich in der Zuchtwertschätzung ebenfalls steigern konnte. Capone geht über die Töchter geprüften Stiere Renegade, Modesti und Jedi auf die bekannte Cosmopolitan-Kuhfamilie zurück, die sehr, sehr viele gute, ausgezeichnete Stiere schon geliefert hat. Unter anderem kommt auch der bekannte Stier Stettens Chief aus dieser Kuhfamilie. Capone ist ein Allrounder, der in den wichtigen Bereichen Milch, Exterieur und Fitness deutlich überdurchschnittlich färbt. In der Milch färbt er 1332 Kilogramm plus mit plus 0,14 Fettprozent und plus 0,08 Eiweißprozent. In der Fitnessfärbung liegen die Stärken
in der Nutzungsdauer, in der Eutergesundheit, in der Fruchtbarkeit und in der Stoffwechselstabilität. Im Exterieur kann Carbon im Milchtyp, in der Beckenfärbung und in der Hinterbeinstellung und ganz besonders im Euter punkten. Der RZG von 148, der RZM von 143, der RZ gesund von 113 und der RZE von 123 spricht eine klare Sprache für das ausgezeichnete Färbungsprofil von Carbon. Auch der nächste Stier, den ich Ihnen nun vorstelle, zählt zu den Gewinnern der August-Schätzung, nämlich der Bretagne Saint Bergamo. Bergamo zählt zu den Vertretern der Red Holsteins, entstammt aber einer schwarzen Kuhfamilie, und zwar der Massia-Familie, die besonders für hohe Leistungen bekannt ist. In seinem Pedigree hat Bergamo keine geringeren Stiere wie Snowman oder Schottle im Hintergrund, die auch besonders für Leistung, aber auch für gute Euter und hervorragenden Milchtyp stehen. Die ersten 214 Töchter von Bergamo in Milch können diese Ansprüche mehr als bestätigen und verhalfen ihm somit zu einem Anstieg im Milchwert um sage und schreibe 6 Punkte und im RZG um 5 Punkte. Mit knapp 700 Kilogramm und sehr hohen Inhaltsstoffen auf der Basis der Schwarzbomben kann man ihn wirklich als Leistungsfärber bezeichnen. Im Bereich der Fitness kann man Bergamo-Töchter in Summe als sehr solide bezeichnen. Besonders in der Zellzahl mit einem Zuchtwert von 116 überzeugen seine Töchter. Einzig zu beachten gilt es bei ihm, dem paternalen Kalbeverlauf, und der Wermutstropfen dabei ist, dass Bergamo leider nicht gesext verfügbar sein wird. Nichtsdestotrotz sollte er trotzdem viel eingesetzt werden, weil er auch im Exterieur sehr, sehr stark vererbt. Seine Töchter bestechen im Typ, haben gut gelagerte Becken, sehr hohe Hinteräuter und längere Zitzen, die gut platziert sind. Bergamo, ein neuer töchtergeprüfter Rotbondvererber, der in nahezu allen Bereichen überzeugt. Ja, meine geschätzten Damen und Herren, das war die erste Gruppe der Gewinner der Zuchtwertschätzung. Und jetzt kommen wir zu Stieren, die vor allem in den Leistungsmerkmalen ihre Stärken haben. Die Leistung ist ja mit Abstand der wichtigste Faktor in der Milchrassezucht. Und wir haben da einige Stiere bereits stehen, die auch bei den Gewinnern mit dabei waren. Also Stiere, die in der Leistung sich positiv entwickelt haben. Und ich möchte gleich ein bisschen vorgreifen. Der erste Stier in dieser Kategorie ist ein absoluter Geheimtipp der Brown-Swiss-Zucht. Ein Stier, der extrem knapp verfügbar ist, weil er sich leider verletzt hat. Lieber Hans, um welchen Stier geht es jetzt? Gut, die Insider der Brown-Swiss-Zucht werden es sicher wissen. Es geht hier um GS Hotshot. GS Hotshot ist ein enormer Leistungsfärber, der über 1100 Kilogramm plus in der Milch fährt. GS Hotshot ist mit einem RZG von 144 an dem GS New York der höchste genomische Jungfärber im aktuellen Samenangebot von Genostar. GS Hotshot geht über Husold, Amor, Blooming und Vivid auf die bekannte Pronto-Tochter Alice vom Betrieb Strommer zurück. Er vererbt in allen wichtigen Merkmalen deutlich überdurchschnittlich. Die Kombination vom RZG 144, RZM 123, wie gesagt mit 1144 plus bei den Milchkilogramm, mit einem Fitnesswert von 124 und einem Exterieurzuchtwert von 118, machen ihn zu einem einzigartigen Färber in der Brown-Swiss-Zucht. Leider musste der Stier nach einem Unfall geschlachtet werden, sodass sein Spermavorrat sehr begrenzt sein wird. Aufgrund der großen internationalen starken Nachfrage von GS Hotshot für die diversen Zuchtprogramme wird die Verfügbarkeit von Sperma von GS Hotshot nicht lange gegeben sein.
Wie gesagt, er ist ein Geheimtipp, der leider nur eine begrenzte Spermamenge zur Verfügung hat, der in seiner Kombination von einem RZG von 144, einem RZL von 123, einem Fitnesswert von 124 und einem Exterieurzuchtwert von 118 sicher einer der einzigartigsten Färber in der Bronzwisszucht ist. Im Segment der Leistungsfärber stelle ich Ihnen nun den Naturelson Nathan vor. Naturel selbst ist ein französischer Amazon, der seine Stärke in der Leistungsfärbung hat. Diese Stärke erwartet man auch von seinem Sohn Nathan. Gerade darum, weil er mit Wasli und Hure zwei weitere Leistungskracher in seinem Färbungspedigree hat. Zudem stammt er aus einer sehr lebensleistungsstarken Kuhfamilie, in der erst seine Mutter mit einem Gesamtzuchtwert von beachtlichen 151 Punkten in die Spitze der Genomik einstieg. Nathan selbst weist einen Gesamtzuchtwert von 144 auf, mit einer hochpositiven Milchmenge von plus 1267 Kilogramm. Gerade darum wird Nathan bei uns ab sofort auch in der gezielten Paarung eingesetzt. Mit einem Fitnesswert von 112 überzeugt er auch hier auf ganzer Linie. Von seinen Töchtern erwartet man eine sehr gute Melkbarkeit mit trotzdem guten Zellzahlen. Aufgrund seiner Persistenz verspricht Nathan auch Kühe, die trotz hoher Leistungen einfach zu managen sind, weil sie eine flache Laktationskurve haben. Auch im Bereich der Kälberfitness erwartet man eine sehr gute Vitalität seiner Nachkommen. Im Exterieur erwarten wir, wie man es von seinem Großvater Amur kennt, sehr rahmige Kühe, die besonders in der Brust sehr breit und im Rumpf sehr tief sind. Das sind logischerweise Voraussetzungen, die von jedem Milchviehhalter gewünscht sind. Die sehr breiten und langen Becken bringen Nathan leider einen leicht negativen paternalen Kalbeverlauf, der bei der Verwendung auf Kalbinnen beachtet werden soll. Deshalb bieten wir Nathan auch in gesächster Form an, damit es auch hier zu keinen Problemen kommt. Ein weiterer Leistungsfärber aus dem Genostar-Zuchtprogramm ist GS Vorstuhl. Er ist neben GS Sinatra ein Stier, der schon Töchter geprüft ist. Der Wasli-Sohn GS Vorsprung stammt aus der D-Familie von Stromer Harald in Mömelsberg. Diese Familie zeichnet sich durch unkomplizierte Kühe mit besten Fitnesswerten, sehr guter Fruchtbarkeit, besten Glauben und hohe Nutzungsdauer aus. Und diese Eigenschaften finden wir auch im Färbungsprofil von GS Vorsprung. Sein Färbungsprofil mit RZG 129 und einer Milchleistung von plus 832 Kilogramm Milch, einem Fitnesszuchtwert von 113 mit einer Top-Nutzungsdauer, mit sehr guter Persistenz, mit einem sehr guten Zuchtwert für Leistungssteigerung, Melkbarkeit und Fruchtbarkeit, aber auch sein guter Exterieurzuchtwert von 114 mit Vorteil in der Körperfärbung, in der Beckenfärbung, im Fundament und in der Euterdichte. Vor allem die Bereiche Milchmenge, Klauengesundheit, Persistenz, Fruchtbarkeit, Melkbarkeit und Eutergesundheit in der Kombination mit dem funktionellen Exterieur machen GS Vorsprung weiterhin zu einem Stier, der gezielt angebaut und stärker eingesetzt werden sollte. Ein weiterer Vertreter der Braun-Swiss-Leistungsvererber ist der Stier Riesling. Riesling wurde in Frankreich gezüchtet und ist ein O'Melison, der aus Eifeeling und Paisley gezogen ist. Die starke Leistungsvererbung hat Riesling wahrscheinlich schon von seiner Mutterlinie mitbekommen. Denn Eifeeling und Paisley-Töchter sind auch für sehr hohe Leistungen bekannt. Auch Riesling-Töchter sollen denen einmal nachkommen. Denn mit plus 1034 Milchkilogramm bei nur leicht negativen Inhaltsstoffen überzeugt er mit einem Milchwert von 124 Punkten. Auch in der Fitness lässt Riesling keine Wünsche offen.
denn in allen Sekundärmerkmalen vererbt er positiv. Besonders die hohe Nutzungsdauer mit 117 und die gute Persistenz mit 113 sind dabei hervorzuheben. Dabei erwartet man aus seinem Zuchtwert für Leistungssteigerung auch Kühe, die nicht schon in den ersten Laktationen ihre Höchstleistung erbringen werden. Dafür sind gute Euter eine Voraussetzung und das vererbt Riesling auch. Mit einem Euterzuchtwert von 125 kann er hier auch zu den Besten gezählt werden und überzeugt dabei mit 121 für Eutertiefe und 114 für Euterbalance. Von Riesling, dem Stier mit dem Namen Riesling, erwarten wir uns sehr, sehr viel, wie wir es von unseren Winzern auch schon gewohnt sind. Ebenfalls überzeugend hinsichtlich Leistung sind die Töchter von Rafting. Rafting ist ein von Siemens Holsteins in den USA gezüchteter Stier und ist in Deutschland geboren. Er entstammt der Rotz-Kuhfamilie, die in den USA schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Rafting ist ein Stoic-Regensohn und geht über Silber und Dormen auf die bekannte Cherrycrest Menomen Rotz X91 zurück. Er besticht mit knapp 1200 Kilogramm Milch und deutlich positiven Inhaltsstoffen und kann somit als töchtergetesteter Stier mit einem RZM von 141 Punkten überzeugen. Im Fitnessblog sprechen die Zuchtwerte 113 für Nutzungsdauer und 112 für Zählzahl für einen breiten Einsatz von Rafting. Einzig der negative Zuchtwert für Melkbarkeit sollte bei der Anpaarung beachtet werden. Aber Rafting zählt nicht nur im Bereich der Milchleistung zu den besten neuen nachkommensgeprüften Stieren, sondern seine Vererbungskraft im Exterieur verhilft ihm auch hier zu den Besten. Einige Töchter von ihm konnten in Deutschland auf hochkarätigen Schauen bereits Siegerpreise bzw. Prämierungen einfahren. Rafting vererbt sehr breite, mit viel Milchcharakter, die sich auf sehr guten und hohen Klauen bewegen. Zudem kommt noch, dass seine Töchter sehr hohe Euterkörper haben, die mit einem hervorragenden Zentralband ausgestattet sind. Somit ist Rafting auch ein Stier für Schauliebhaber, der genügend Milch mitbringt. Ein Stier im Leistungsbereich ist auch Music. Music stammt aus der Kombination von Gürset, Gymnast und Silber und geht auf die bekannte Rudi Missi Kuhfamilie zurück. Er wird sehr viel Milch mit basischen Inhaltsstoffen sowie eine gute Fitness und ein gutes Exterieur färben. Er hat einen RZG von 154, einen RZM von 140, wobei in der Milch 1419 Kilogramm Milch plus färben wird, plus 0,18% Fett färben könnte und minus 0,02 Eiweißfärbung vorweisen kann. Im Herzett gesund hat er den Zuchtwert von 121, wobei vor allem die Bereiche Nutzungsdauer mit einem Zuchtwert von 120, Zellzahl mit einem Zuchtwert von 125, Konzeptionsrate mit einem Zuchtwert von 113, Euterfitness mit einem Zuchtwert von 114, Klauen mit einem Zuchtwert von 105, ebenfalls 105 kann ein Zuchtwert Mortellaro-Resistenz vorweisen, in der Reproduktion 110 und in der Metabolik 106. Also im Fitnessbereich, im Gesundheitsbereich und im Leistungsbereich kann Music absolut positive Zuchtwerte vorweisen. Aber nicht nur in diesen Teilbereichen, sondern auch im Exterieur ist er mit einem Zuchtwert von 132, der sich zusammensetzt aus dem Milchtyp-Zuchtwert von 115, aus dem Körperzuchtwert von 113, aus dem Fundamentzuchtwert von 112 und aus dem Euterzuchtwert von 124 eine sehr, sehr positive Tendenz vorweisen. Die Music-Töchter werden genügend Rahmen und Milchtyp, Breite in der Tendenz, ebene Becken sowie gute Fundamente aufweisen. Die Euter werden in allen Belangen überzeugen können
wobei besonders die Hinterhalterhöhe hervorzuheben ist. Durch ihre Alterform und die in der Tendenz längeren Striche sind die Töchter von Music für Melkroboter bestens geeignet. Music ist nicht nur ein Leistungsfährer, er ist vor allem auch ein Allrounder in den Bereichen Fitness, Exterieur und Milchmenge. Als absolutes Ausnahmetalent bei den Holstein-Jungstieren gilt weiterhin der Freemax-Sohn Foreman. Mit Mogul im Hintergrund auf der Vaterseite und Rubicon, Ballisto und Numero Uno auf der Mutterseite hat Foreman absolute geprüfte Stempelstiere der Holsteinzucht im Pedigree. Und das ist für genomische Jungstiere aus der heutigen Zeit einzigartig. Mit dieser Abstammung generiert er 158 für RZG und liegt somit weiterhin im absoluten Spitzenfeld der Zuchtwertliste auf deutscher Basis. Mit plus 1404 Milchkilogramm bei deutlich positiven Inhaltsstoffen zählt er zu den absoluten Leistungsfärbern in der Holsteinzucht. Diese Zuchtwerte sind für einen genomischen Stier mit einer Sicherheit von 81% mittlerweile auch sehr sicher. In der Fitnessvererbung lässt Foreman ebenfalls keine Wünsche offen. Er vererbt in allen Eigenschaften deutlich positiv, wobei Nutzungsdauer mit 122, Fruchtbarkeit mit 114 und Melkbarkeit mit 112 hervorzuheben sind. Auch sein Vererbungsbild im Exterieur gestaltet sich sehr interessant, denn er ist ein Stier, der leicht negativ für Größe vererbt bei genügend Körperbreite. Besonders der Zuchtwert mit 117 für Beckenbreite ist auffallend. Von den Foreman-Töchtern erwartet man robotertaugliche Euter aufgrund der Strichplatzierung hinten etwas weiter außen mit einer sehr guten Höhe im Hinteräuter. In Summe muss man sagen, Qualität hat seinen Preis und so ist es auch bei Foreman. Trotzdem sollte dieser Jungstier aufgrund seines Pedigrees und seiner Zuchtwerte sehr breit eingesetzt werden. Man könnte meinen, das Beste kommt zum Schluss, wenn wir über William sprechen. William, CV, geht über Copyright, Skywalker, Modesti, Numero Uno, Aftershock, Goldwyn und Durham auf die bekannte Liebmann-Tochter Lead May Excellent 95 zurück. William ist ein Ausnahmefärber, der einen RZG von 158, einen RZE von 140 und einen RZM von 154 aufweisen kann. Er ist ein Allrounder, der für Milch, Fitness und Exterieur deutliche Verbesserungen verspricht. William färbt über 2000 Kilogramm Milch, ganz genau 2050, mit positiven Fettprozenten plus 0,011% Fett und leicht negativen Eiweißprozenten minus 0,05%. Er hat einen RZ gesund von 112, einen Euter-Fitness-Zuchtwert von 103, einen Gaumgesundwert von 101, einen Mortellaro-Zuchtwert von 105, einen Fruchtbarkeitszuchtwert von 103 und einen Zuchtwert für Stoffwechselstabilität von 110 und für Körperfitness, für Kälberfitness von 100. Also auch im Fitnessbereich kann dieser extreme Leistungsfärber deutlich positiv aufzeigen. Aber nicht nur in der Milchmenge, in der Leistung, in der Fitness, sondern auch im Exterieur zeigt er sehr, sehr gute Werte. Mit einem Zuchtwert von 120 im Milchtyp, von 108 in der Körperfärbung, von 113 in der Fundamentsfärbung und von 135 in der Euterfärbung ist ein Ausnahmefärber, der vor allem sehr, sehr viel Milch aus Spitzenäuter mit Top-Fitness und Exterieur bringen wird. Ja, das wollte ich schon öfter gehört. Es geht nicht nur um Leistung. Es geht um die Kombination. Es geht auch darum, eine Kuh problemlos im hohen Alter zu melken. Und dazu gehören die wichtigen Merkmale der Fitness, der Gesundheit, der Fruchtbarkeit, und vor allem der Eutergesundheit und Zellzahl.
gerade in diesem Merkmal haben wir bei Braun Swiss aus dem eigenen Zuchtprogramm in Niederösterreich einen Neueinsteiger, der neue Maßstäbe in der Fitness setzt. Und auch bei Holstein gibt es gleich mehrere Neueinsteiger, die die Liste der Stiere, die besonders stark in den Gesundheits- und Fitnessmerkmalen vererben, bereichern. Thomas, du sagst es. Und der erste, der aus dieser Kategorie kommt, ist der Fitnessfärber mit dem Namen Harvest. Harvest ist ein Sohn von Monterey und geht über Numero Uno und Planet auf eine exzellente Ramos-Tochter zurück. Monterey kennen Sie vielleicht als Vater von Hologram PP, der als einer der ersten mischjährig hornlosen Stiere bei uns eingesetzt wurde. Mit nun schon über 1000 melkenden Töchtern ist Harvest nicht nur der höchste Monterey-Sohn, sondern auch sehr, sehr sicher geprüft und kann noch immer mit einem RZG von 141 Punkten überzeugen. Im Bereich der Milchmengenvererbung ist er mit plus 847 Kilogramm sehr gut und vererbt zudem auch noch positive Inhaltsstoffe. Beeindruckend ist nach wie vor aber sein Zuchtwert für Nutzungsdauer, der mit 131 definitiv im absoluten Spitzenfeld liegt. In den Bereichen Melkbarkeit, Kalbeverlauf und Fruchtbarkeit kann er aber auch durchaus als Verbesserer bezeichnet werden. Besonders interessant wird Harvest aber erst, wenn man auch einen Blick auf sein Linearprofil wirft. Denn mit 133 Punkten für Exterieur ist er somit in allen Bereichen top und kann als absoluter Allround-Vererber bezeichnet werden. Seine Töchter bringen viel Milchcharakter und können mit sehr breiten Becken beeindrucken. Harvest-Kühe bewegen sich sehr harmonisch und überzeugen mit guten Fundamenten und hohen Hinteräutern. Wer auf der Suche ist nach einem Stier, der aufgrund der Strichplatzierung auch für automatische Melksysteme geeignet ist, ist mit Harvest auch gut bedient. Somit erwarten wir von Harvest die ein oder andere Kuh, die mehr als 100.000 Liter Milch produzieren wird. Fitness ist ein wichtiger Bereich, nicht nur bei Holstein, sondern vor allem auch in Braun Swiss, in der Braun Swiss Zucht. Und Thomas hat es schon angesprochen, mit Rivais haben wir natürlich den absolut Top-Fitness-Färber aus dem Genostar-Zuchtprogramm, den Gregor dann anschließend besprechen wird. Ein weiterer Stier, der im Fitnessbereich seine Vorzüge hat, ist Vin Diesel. Vin Diesel ist ein Variation aus Dain aus AG Wals. Und Vin Diesel kann nicht nur in der Fitness überzeugen, sondern auch in der Milchzuchtwert und im Exterieurzuchtwert. Er ist deswegen ein absoluter Allrounder. Er kann in allen wichtigen Bereichen sehr gute Zuchtwerte vorweisen. Im GZW von 139, im Milchwert von 123, Fitness von 117 und einen Exterieurzuchtwert von 118. Mit plus 847 Kilogramm Milch bei neutralen Inhaltsstoffen und festen Werten, vor allem in der Nutzungsdauer, in der Persistenz, in der Altergesundheit und in der Fruchtbarkeit, wird AG Diesel eine Verbesserung in der Milchproduktion, aber vor allem im Fitnessbereich bringen. In der Alterfärbung liegen seine Stärken in den Körpermerkmalen, der aufgezeichneten Beckenstruktur, die Becken werden lang und breit sein, den guten Fundamenten und den in allen Merkmalen überdurchschnittlich guten Alter. AG Vin Diesel zeigt besondere Stärken in der Fitness, aber ist sicherlich ein Allrounder, der auch in der Milchmengenfärbung und in der Exterieurfärbung deutliche Verbesserungen bringen kann. Ja, jetzt schon einige Male erwähnt, aber als nahezu unschlagbar bei den Braun Swiss Stieren im Bereich der Fitness kann der neue genomische Jungfärber GS Vivace bezeichnet werden. Ich darf Ihnen nun erstmals
den GS-Vorsprungssohn, der aus der Zucht und Schauku GS Sinatra Wacholder stammt, vorstellen. GS Vives wurde von der Züchterfamilie Sattler aus St. Georgen im Ipsfeld in Niederösterreich gezüchtet und kommt nun brandneu in unser Ausgabeprogramm. Ein Fitnesszuchtwert von 126 in Kombination mit einem Gesamtzuchtwert von 134 macht ihn höchst interessant für wirklich jeden Züchter. Speziell seine Vererbungskraft für Töchterfruchtbarkeit mit einem Zuchtwert von 118 macht ihn jetzt schon sehr beliebt. Zudem erwartet man von ihm Töchter mit sehr guten Zählzahlen. Mit plus 707 Milchkilogramm bringt GS Vives auch genügend Milch mit, um wirklich viel genutzt werden zu können. Als besonders ausgeglichen kann man sein Linearprofil bezeichnen. Sehr solide im Rahmen, eine gute Beckenlage mit genügend Breite und sehr trocken ausgeprägten Sprunggelenken sollen die Nachkommen von ihm einmal haben. Ebenso werden Kühe mit sehr hoch angesetzten Eutern mit einer guten Verbindung zur Bauchwand von ihm erwartet. In Summe ist GS Vives ein absoluter Rounder, mit dem definitiv nichts falsch gemacht werden kann und in keinem Container fehlen darf. Also GS Vives, der absolute Schlager im Fitnessbereich. Ja, meine geschätzten Damen und Herren, nach der Gruppe der Fitnesstiere folgt wahrscheinlich ein Zukunftssegment der modernen Milchproduktion, und zwar die Hornloszucht. Und mittlerweile ist es eine echte Tatsache, dass ein mischerbig hornloser Stier mit seinen gehörnten Kollegen voll vergleichbar sein muss, um einen entsprechenden Absatz sicherzustellen. Und genau das ist auch unser Anspruch in unseren Zuchtprogrammen. Wir versuchen wirklich, die absolut besten mischerbig hornlosen Stiere aus den internationalen Programmen zu selektieren. Besonders hervorzuheben in diesem Segment ist mit Boxer PP ein mischerbig hornloser Stier, der im Gemeinschaftsbesitz mit der Besamungsstation in Baden-Württemberg steht. Den wir unseren Züchtern zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten können. Lieber Gregor, ich bitte dich um die Beschreibung des ersten Stieres in der Kategorie Horn. Mit Boxer PP dürfen wir Ihnen einen hochinteressanten genomischen Jungstier im Segment der hornlosen Vererber vorstellen. Dieser Stier wurde in Deutschland gezüchtet und ist als höchster verfügbarer AGB-Sohn im Mitbesitz von der Genus der Rinderbesamung. Boxer PP ist mütterlicherseits aus Vipro PP gezogen und hat von dieser Seite auch sein Hornlos-Gen mitbekommen. Aber nicht nur das, sondern auch die guten Inhaltsstoffe hat ihm seine Mutter Isaria PP weitervererbt. Diese in Kombination mit plus 940 Kilogramm Milch bringen ihm einen Milchwert von 130 Punkten. Mit einem Gesamtzuchtwert von 140 empfiehlt es sich somit natürlich nicht nur für die gezielte Paarung, sondern auch für einen breiten Einsatz. Im Bereich der Fitness geht man mit Boxer PP keine Kompromisse ein, denn er ist in allen Sekundärmerkmalen deutlich positiv. Besonders in der Persistenz überzeugt er mit 112 und in der Melkbarkeit mit 109. Zudem erwartet man eine gute Töchterfruchtbarkeit und man kann ihn auch gut für Kalbinnenbesamungen verwenden. Im Exterieur zeigt sich der Bistu-Enkel sehr ausgeglichen. In Summe erwartet man von seinem Nachkommen genügend breite und gut angesetzte Euter mit einem ordentlich ausgeprägten Zentralband. Der etwas steilere Winkel im Sprunggelenk sollte bei der Anpaarung Beachtung finden. In Summe ist Boxer PP eine absolute Bereicherung für unsere Ausgabe und ist derzeit auch in gesächster Form verfügbar. Ein mischerig hornloser Stier im Holstein-Bereich ist Rastor PP. Rastor PP ist ein mischerig hornlos färbender Stier, der über Wada
RimbP und Kerrigan auf die weltbekannte Kuhfamilie von Suri Schottel May zurückgehen. Der Rasto PP hat ein sehr, sehr ausgeglichenes Färbungsprofil. Er hat einen RZG von 149 und einen RZM von 133, wobei er in der Leistung 953 Kilogramm Milch plus 0,09% Fett und plus 0,11% Eiweiß vererben wird. Er hat einen ausgezeichneten Fitnesszugwert mit RZ gesund von 121, wobei vor allem die Nutzungsdauer, die Altergesundheit und vor allem auch der sehr, sehr gute Klauenzugwert hervorzuheben ist. Im Exterieur kann er einen Zugwert von 139 vorweisen. Er wird genügend große und breite Tiere färben, mit leicht ansteigenden, aber sehr breiten Becken und ausgezeichneten Häutern. Die etwas längere Striche, eine sehr, sehr gute Hinterhäuterhöhe und vor allem eine sehr gute Strichplatzierung hinten vorweisen werden. Rasto PP sollte unter Berücksichtigung seiner Linienführung und seines Hornlos-Gains stark beachtet werden. Er ist ein Allrounder, der nicht nur mischjährig Hornlos fährt, sondern vor allem auch in der Leistung, im Fitnessbereich und im Exterieurbereich seine Vorzüge hat. Mit Move PP können wir nun einen sehr interessanten, reinerbig hornlosen Holstein-Jungstier mit Rotfaktor anbieten. Move PP ist ein Metison und geht über My Dream und Superhero auf die bekannte Powerball Wilder Herz PP zurück. Move PP vererbt nicht nur zu 100% hornlose Kälber, sondern bringt auch ein sehr ansprechendes Zuchtwertprofil mit. Er weist einen RZG von 147 auf und hat seine Stärke mitunter in der Leistungsfärbung. Über 1000 Kilogramm Milch und deutlich positive Inhaltsstoffe bringen ihm einen RZM von 135. Move verspricht aber nicht nur leistungsstarke Kühe, sondern auch Kühe, die alt werden können. Das untermauert sein Zuchtwert für Nutzungsdauer mit 120. Für eine hohe Nutzungsdauer sprechen eine gute Zellzahl, eine gute Fruchtbarkeit sowie eine hohe Klauengesundheit. Alle diese Merkmale sind bei Move PP deutlich positiv. Im Exterieur besticht der Metti PP Sohn mit sehr viel Milchcharakter und sehr hohen Hinteräutern. Zudem sollen die Euter seiner Töchter mit etwas längeren Zitzen ausgestattet sein. Move PP sollte eher auf breit gebaute Kühe angepaart werden, um hier seiner einzigen Schwäche, der Brustbreite, entgegenwirken zu können. Ansonsten ist Move PP eine absolute Bereicherung für unser Programm und bringt auch den viel gewünschten Rotfaktor mit sich. Wenn wir über Hornlosgenetik im Holstein-Bereich sprechen, dann müssen wir über Laster PP sprechen. Er ist der aktuell beste töchtergeprüfte Hornlosgenetik. Dieser Meinung bin nicht nur ich, sondern dies ist auch die Meinung vieler Holsteinzüchter weltweit. Wenn ein Hornlosfärber auf den besten Milchviehbetrieb in den USA und in Kanada eingesetzt wird, dann muss er wirklich außergewöhnlich färben. Laster PP ist ein Zipizon, der aus der Tiger Lily Lulu Familie kommt und seine Popularität ist der Beweis dafür, dass er ausgezeichnete Töchter vererbt. Laster PP ist ein mischjährig hornlos färbender Stier, der in allen wichtigen Merkmalen überzeugen kann. Er vererbt ramige milchtypische Kühe mit ausgezeichneten Becken und Fundamenten sowie besten Eutern. In Kombination mit der guten Milchmengenfärbung, mit hohen Fettprozenten und den guten Fitnesseigenschaften ist Laster PP ein Allrounder, der noch dazu als Leichtgeburtenfärber und vor allem als absoluter Hinterhäuterfärber gilt. Außerdem hat Laster PP eine ausgezeichnete Spermafruchtbarkeit.
Deswegen kann er auch auf Problemkühe eingesetzt werden. Laster BB ist mischjährig hornlos, ist dürftig geprüft, hat weltweit hohes Ansehen, hat super Hinterhäuter, er vererbt genügend Milch mit hohen Fettprozenten. Das sind Werte, die eine klare Sprache für den Einsatz von Laster BB sprechen. Ein Stier, der voraussichtlich noch im November verfügbar sein wird, aber den wir trotzdem aus Ausblick für das hervorragende Zuchtprogramm im Holstein-Bereich in der Hornlos-Genetik hier heute präsentieren möchten, ist der reinerbig hornlos färbende rote Stier Member BB. Er geht über Metti, Solidär auf Abi-Red BB zurück und dürfte von den reinerbig hornlosen Stieren im Moment der kompletteste und der mit dem fehlerfreisten Zuchtwertprofil quasi aufweisen kann. Er wird eine enorme Beliebtheit bekommen, weil er einen Gesamtzuchtwert von 153 hat, auf der gemeinsamen Basis Holstein und Red-Holstein in Österreich. Er hat einen RZM von 149 mit 1286 Kilogramm Milch, plus 0,36% Fett, plus 0,11% Eiweiß, einen RZE von 127, einen RZN von 128 und einen RZ-Gesund von 116. Im Exterieur zeigt sein NDA-Profil eine überdurchschnittliche Größe von 117, sehr, sehr gute Euter von 124 und in allen Bereichen deutlich positive Merkmale. Auch im Fundamentbereich zeigt er einen Zuchtwert von 104 in den wichtigen Merkmalen. Im Fitnessbereich ist vor allem die blaue Gesundheit und hier im Speziellen seine Mortellaro-Resistenz von 112 besonders hervorzuheben. Member BB kann und wird die Hornlauszucht im roten Bereich deutlich voranbringen. Er wird voraussichtlich auch November verfügbar sein und wird in fast allen Zuchtprogrammen stark eingesetzt werden. Und wir sind froh, dass wir schon einige Portionen für unser Genostar-Zuchtprogramm reservieren konnten und vor allem, dass wir im November unseren Betrieben diesen Ausnahmenfärber anbieten können. Ja, meine geschätzten Damen und Herren, das war die Gruppe der Hornlosfärber. Jetzt kommen wir zu Stieren, die in den Inhaltsstoffen ihre besondere Stärke haben. Und hier ist es vor allem die Fett- und Eiweißvererbung, die von großem Interesse ist. Einige dieser Stiere haben mir bereits vorgestellt, dass sie auch in Leistung oder Exterieur zu den allerbesten gehören. Aber wir haben auch hier in dieser Kategorie wieder Stiere gefunden, die speziell in der Vererbung der Inhaltsstoffe ihre Vorzüge haben und aufgrund dessen stark eingesetzt werden sollten. Zu Beginn in diesem Block darf ich Ihnen zwei Brown-Swiss-Stiere vorstellen. Zu Beginn mit Vascur darf ich einen sehr interessanten Vasidoson Ihnen nun näher bringen. Der Wasli-Enkel ist mit Clarus als Muttervater und Bohuru als Muttervater alternativ gezogen und ermöglicht hier linienmäßig einen sehr breiten Einsatz unter der Berücksichtigung seiner Vaterlinie. Vascur überzeugt mit einem Gesamtzuchtwert von 138 und einem Milchwert von 121 und konnte sich somit im Vergleich zur letzten Schätzung leicht verbessern. Aufgrund seiner Vererbung von positiven Werten in den Bereichen Fett und Eiweiß haben wir ihn logischerweise den Inhaltsstoffvererbern zugeordnet. Trotzdem überzeugt Vascur auch in allen anderen Belangen. So bringt er mit plus 669 Milchkilogramm genügend Milch, die auch im Zellgehalt passen soll. Zudem erwartet man von seinem Nachkommen, dass sie sehr fruchtbar sind
und somit auf eine hohe Nutzungsdauer hoffen lassen. Der Basidoson ist besonders für Kalbinnenbelegungen geeignet und seine Töchter sollen aufgrund der langen und breiten Becken auch selbst einmal sehr leicht kalben. Zudem sollen seine Töchter mit sehr viel Kapazität in der Brust ausgestattet sein, was ihnen eine besondere Leistungssteigerung in den Laktationen ermöglichen soll. Vaskur-Töchter sollen auch sehr hoch angesetzte Euter mit guter Strichplatzierung haben, was definitiv für die Eignung von automatischen Melksystemen spricht. In Summe würde ich Vasco als einen sehr kompletten Allround-Vererber bezeichnen, den man sicher als Verbesserer für die Inhaltsstoffe einsetzen kann. Erstmals in dieser Kategorie darf ich Ihnen nun den GS Sinatra-Enkel Sinis vorstellen. Sinis ist ein Silksohn und hat eine Alexis-Tochter. Alexis ist ein Aerosohn als Mutter. Zur Großmutter hat Sinis eine Blooming-Tochter. Sinis selbst vererbt sowohl im Fett als auch im Eiweiß deutlich positiv und bringt mit plus 759 Milchkilogramm genügend Milch mit. Darum schafft er es auf einen guten Milchwert von 124 Punkten. Seine Stärken in der Fitness findet man im Bereich der Persistenz und der Töchterfruchtbarkeit. Seine leicht negative Vererbung in der Melkbarkeit sollte bei den Anpaarungen unbedingt beachtet werden. Mit einer Gesamtnote von 115 im Exterieur kann man sich auch hier einiges von Sinis erwarten. Sind ja auch Stiere wie Blooming, Anibal und Sisep Bloom in seiner Ahnenfolge. Eine sehr starke Oberlinie und sehr korrekte Becken sprechen für den Einsatz von Sinis. Von seinen Nachkommen erwartet man auch gute Fundamente, die eine gute Trachtenhöhe und vor allem sehr feine und trocken ausgeprägte Sprunggelenke haben sollen. Die Tendenz zu etwas kürzeren und dünneren Zitzen sollte bei der Anpaarung beachtet werden. Ansonsten ist Sinis sicher ein Jungstier, der breit einsetzbar ist und auf alle Fälle die Inhaltsstoffe deutlich verbessern wird. Ein sehr interessanter Stier ist Renegade. Renegade ist ein nachkommenschaftsgeprüfter Stier, der weltweit sehr, sehr stark nachgefragt wird und von dem es immer wieder zu Spermaengpässen kommen kann. Renegade ist ein alter Oxon aus Millington, aus Da Vinci. Er ist ein töchtergeprüfter Outcross-Färber aus der bekannten Kuhfamilie von Manat Mirage X90, der vor allem durch seine Ausgeglichenheit punkten kann. Aber nicht nur seine Ausgeglichenheit sprechen für Renegade, sondern insgesamt sein Allround-Färbungsprofil. Mit einem RZG von 148, einem RZM von 143, mit einer Milchmengenfärbung von plus 702 Kilogramm Milch, plus 0,48% Fett und plus 0,24% Eiweiß, ist in dem Bereich Inhaltsstoff wäre sicher einer der besten, die wir heute vor allem im töchtergeprüften Segment anbieten können. Er hat aber auch eine ausgezeichnete Fitness zu bieten, wobei er speziell in der Nutzungsdauer und in der Fruchtbarkeit punkten kann. Im Exterieur kann er einen Zuchtwert von 124 aufweisen, wobei seine Stärken sicher in der Stärke, also genügend Brustbreite und vor allem auch in der insgesamt ausgeglichenen Euterfärbung mit der Tendenz zu der gewünschten Strichlänge etwas länger punkten kann. Seine Töchter sind sehr funktionell. Sie beeindrucken durch genügend Rahmen mit guter Brustbreite, einem tadellosen Fundament und einem durchaus guten Euter mit Vorteilen in der Hintereuterhöhe und in der Strichlänge. Renegade ist ein Allrounder, der aufgrund seines Färbungsprofils und vor allem auch seiner Linienführung frei eingesetzt werden sollte. Und wir sind froh, dass wir diesen Ausnahmefärbungsprogramm haben. Sollte er nicht verfügbar sein, so können wir
auf den heute schon besprochenen Sohn Kebaum zurückgreifen, der eine ähnliche Färbungstendenz vorweisen kann wie Reneke. Mit Mitchell ist ein mittlerweile sehr populärer Outcross-Bulle nun in der Ausgabe. Mitchell ist ein Mitchell-Sohn und kann mit der Väterfolge El Bombero, Mayfield, Iota, Megaman eine Reihe von Outcross-Bullen vorweisen. Mitchell konnte sich mit nun 537 melkenden Töchtern im geprüften Segment sehr gut bestätigen und überzeugt immer noch mit 134 Punkten im RZG. Die sehr guten Inhaltsstoffe von plus 0,40% Fett und plus 0,10% Eiweiß in Kombination mit 326 Milchkilogramm bringen ihm auch einen guten RZM von 124. Die Töchter von Mitchell überzeugen aber auch in der Fitness. Besonders erwähnenswert sind hier die guten Zellzahlen seiner Töchter. Die von einem RZS von 120 untermauert werden. Ebenfalls sind seine Töchter sehr fruchtbar und weisen gute Melkbarkeiten auf. Auch im Bereich des Exterieurs bekommt man mit Mitchell einige Merkmale, die von einer modernen Holsteinkuh gefordert werden. Beispielsweise vererbt er wieder etwas mehr Winkel in den Hinterbeinen und wieder etwas längere Zitzen, was ebenfalls oft gewünscht wird. Zudem bringt er Kühe mit genügend Breite und mittlerer Größe. Mitchell kann somit sehr breit und in allen Betriebsformen eingesetzt werden, ohne dadurch den Inzuchtgrad einer Herde zu erhöhen. Definitiv erhöhen kann man mit Mitchell aber die Inhaltsstoffe der Kühe und darum sollte er auch eingesetzt werden und vielleicht auch, weil er im Exterieur, wie Sie nun anhand der Bilder gesehen haben, die ein oder andere ganz besondere Kuh hervorbringen kann. Ein Top-Inhaltsstoff-Pferd ist auch Rosario. Rosario, der die Baronalp, Raiden und Rubicon auf sehr, sehr gute, töchtig geprüfte Stiere zurück. Und er ist ein Allrounder, der an den Merkmalen Leistung, Exterieur und Fitness sehr hohe Zuchtwerte aufweist. Sein Färbungsprofil zeigt einen RZG von 154, einen RZM von 140, wobei er ein Plus von 672 Kilogramm Milch vorweisen kann, ein Plus von 0,35% Fett und ein Plus von 0,26% Eiweiß in seiner Leistungsfärbung. Klare Worte sprechen. Im Fitnessbereich hat er einen RZ gesund von 120, wobei er in der Zellzahl, in der Altergesundheit, in der Klauengesundheit, in der Metabolik, in der Modellaro-Resistenz und in der Fruchtbarkeit deutlich positive Zuchtwerte vorweisen kann. Mit einem Exterieurzuchtwert von 136 zeigt Rosario, dass er nicht nur ein Leistungs- und Fitnessfährer, vor allem ein Inhaltsstofffährer, sondern auch ein Exterieurfährer ist, der außergewöhnliche Euter färben kann. Rosario färbt viel Milch mit sehr guten Inhaltsstoffen, genügend Typ und Körper. Das in Verbindung mit den ausgezeichneten Eutern und der besten Fitness sollte Grund genug sein, dass wir Rosario stärker beachten und einsetzen. Der nach RZG höchste Stier, genomische Jungpferde in unserem Zuchtprogramm ist Precision. Precision hat einen RZG von 165 und ist ein Proximo-Sohn aus Swift, aus Gymnast und er ist ein absoluter Ausnahmeprojekt, der vor allem in der Kombination als allerhöchstem Exterieur, gute Gesundheit und sehr guter Leistungsfärbung Top-Werte vorweisen kann.
innerhalb seiner Exterieurfärbung ist vor allem die Größe erwähnenswert, aber vor allem die sehr, sehr guten Reutermerkmale mit einem Reuterzugwert von 137, wobei besonders die überragenden langen und festen Vorreiter und die sehr hohen Hinterreiter besonders zu erwähnen sind. Bei den Gesundheitsmerkmalen stechen die sehr guten Werte für Mastitis-Resistenz und Mortellaro-Resistenz von 128 bzw. 127 hervor. Und hier hat er den absoluten Spitzen, oder hatte die absoluten Spitzenwerte unter den Top 250 Stieren in der letzten Zuchtwertschätzung. In der Milchleistung ist Precision zwar nicht absolute Spitze, aber er hat einen RZM von 141 mit einer Milchmenge von plus 1005 Kilogramm Milch, plus 0,36% Fett und plus 0,10% Eiweiß. Diese Werte stehen einem breiten Einsatz, aber sicher nicht im Wege. Wo man bei der Anbahnung aufpassen muss, ist die Meldbarkeit. Hier hat er mit einem RZD von 87 einen doch unterdurchschnittlichen Wert aufzuweisen. Aber in Kombination mit seinen außergewöhnlichen Werten im Bereich Exterieur, im Bereich Gesundheit, im Bereich Milchmenge und Inhaltsstoffe, sollte man trotz dieser leicht negativen Werte in der Milchbarkeit Precision stark im Zuchtprogramm nutzen. Erstmals stellen wir Ihnen in unserer Webinarreihe auch einen Jersey-Stier vor, weil wir der Meinung sind, dass der Jersey-Stier Zorn der absolute richtige Stier für die Population in der Steiermark und in Niederösterreich ist. Zorn ist ein Chief Zorn aus Viceroy und Allstar und weist somit ein Pedigree auf, das leicht auf die bei uns bisher eingesetzten Linien passt. Zudem vereint Zorn einige Merkmale, die in der modernen Jersey-Zucht momentan sehr gefragt sind. So kombiniert er Milchmenge und Milchinhaltsstoffe sehr gut, denn mit plus 874 Kilogramm Milch und plus 0,08% Fett verbessert er deutlich die Leistungsmerkmale und er vererbt auch das Beta-Casein A2A2. Zudem sollen die Nachkommen von ihm eine sehr hohe Nutzungsdauer haben. Grund dafür sind einerseits die gute Zellzahl und andererseits die sehr gute Töchterfruchtbarkeit, die bei vielen anderen Jersey-Stieren mittlerweile vermisst wird. Im Exterieur sollen seine Nachkommen sehr viel Milchcharakter mitbringen und gute Euter, die speziell im Voreiterbereich sehr flach in die Bauchwand verlaufen und im Hintereiter sehr hoch angesetzt sind. Bei der Anpaarung gilt es, die leicht ansteigenden Becken zu beachten und Zorn sollte eher auf breitere Tiere besamt werden. In Summe ist Zorn aber ein Stier, der perfekt für ihre Herde passt und kann natürlich auch gesext eingesetzt werden. Ja, meine geschätzten Damen und Herren, jetzt kommen wir schon zur letzten Gruppe des heutigen Abends, zur Gruppe der Exterieurfärber. Bevor ich diese Gruppe einleite, möchte ich Sie auch darauf hinweisen, dass Sie selbst aktiv an dem Webinar teilnehmen können. Stellen Sie Fragen an unsere Experten Hans und Gregor, die Ihnen unter den Nägeln brennen. Kommen wir zu den Stieren im Exterieur. Das Exterieur und hier vor allem Euter und Fundament sind Merkmale, die in der modernen Laufstallhaltung zu den allerwichtigsten Merkmalen zählen. Vor allem ein hochsitzendes Euter mit einer entsprechenden Strichverteilung sind unerlässlich in einem höheren Alter. Und diese Stiere, die wir Ihnen nun vorstellen, 7 Stück sind es an der Zahl, entsprechen unserer Meinung nach einem Zuchtziel der Rasse in Richtung Exterieur in einem sehr hohen Maß. Lieber Gregor, ich
bitte dich um Vorstellung des ersten Bram Swiss Verbunds. Seit Mai in der Ausgabe ist der in Frankreich gezüchtete Omelison Rasta Rocket. Der Bänderenkel hat eine sehr imponierende GS Sinatra-Tochter als Mutter und seine Großmutter stammt von Blooming, der Exterieurvererber schlechthin. Von Rasta Rocket erwarten wir uns Ähnliches, denn mit einem Exterieurzuchtwert von 124 zählt er unter den aktuellen Jungstieren zu den besten der Rasse. Besonders die 126 für Euter lassen Gutes erwarten. Anhand seines Linears verspricht der Omelison sehr fest in die Bauchwand verbundene Voreuter, die mit einem straffen Zentralband hoch über dem Sprunggelenk gehalten werden. Auch im Bereich des Fundaments erwarten wir uns sehr korrekt gestellte Beine mit hohen Trachten. Doch neben den ganzen Stärken im Exterieur hat Rasta Rocket noch viele weitere Vorzüge. Plus 785 Milchkilogramm bei neutralen Inhaltsstoffen sprechen auch für eine gewisse Leistungssicherheit dieses Stieres. Abgerundet wird dieses Komplettpaket mit sehr guten Werten im Bereich der Fitness. So sollen seine Töchter mit einem Fruchtbarkeitswert von 105 sehr fruchtbar sein und in Kombination mit guten Zellzahlen und einer guten Melkbarkeit eine gute Nutzungsdauer haben. Gerade darum bieten wir Rasta Rocket auch gesext an, um möglichst viele weibliche Nachkommen von diesem Allrounder zu bekommen. Exterieur ist wichtig, aber Exterieur allein kann es auch nicht machen. Und darum versuchen wir auch in unserer Auswahl Stiere ins Programm zu nehmen, die zwar in den einzelnen Merkmalen, hier sprich speziell im Exterieur, sehr, sehr gut färben, aber auch in den anderen Merkmalen deutlich positiv färben sollen. Ein Stier, der diese Attribute alle erfüllt, ist Denk. Denk ist ein Dobersohn, der aus Amerika kommt. Und Amerika gewinnt in der Brown Swiss Zucht in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung. In der Kuhfamilie finden wir mit Paisley, Bronto, Gordon und Prophet absolute Top-Färber der Brown Swiss Zucht. Seine Großmutter, die X92 eingestufte Bronto-Tochter Twilight, war Amerikas Kuh des Jahres. Denk hat einen RZG von 131, einen RZE von 123, einen RZM von 122 und einen Fitness-Zuchtwert von 107. Also Denk ist ein absoluter Allrounder mit Vorzügen im Exterieur. Er wird große, tiefe Kühe färben mit ausgezeichneten Becken. Vor allem die Beckenlage, die Beckenbreite und die Beckenlänge sind hier hervorzuheben. Bei den Fundamenten wird Denk etwas weniger Winkelung im Hinterbein, aber sehr, sehr klare Ausprägung und sehr, sehr gute Klauenfärbung. In der Euterfärbung lässt Denk bis auf leicht kürzere Striche keine Wünsche offen. Das zeigt deutliche Vorzüge in der Hinteräuterhöhe, in der Voräuteraufhängung, im gesamten Strichplatzieren und Strichstellungsbereich. Denk färbt eine gute Milchmenge mit passenden Inhaltsstoffen und ein sehr gutes Exterieur. Vor allem eine ausgezeichnete heutige Gesundheit, eine sehr gute Melkbarkeit. Und vor allem, das ist auch sehr, sehr wichtig, in der Brown Swiss Zucht mit einem deutlich positiven Zuchtwert für die Leistungssteigerung. Das sind ja alles Attribute, die für Brown Swiss sprechen und die vor allem für Denk sprechen. Ebenfalls zu den Besten im Exterieur zählt der Bassersohn Roquefort. Dieser sehr interessante Stier wurde in Frankreich gezüchtet und hat eine GS Sinatra-Tochter als Mutter
Und sie wiederum stammt aus einer Harmonika-Tochter. Harmonika war ein französischer Dallison. Roquefort selbst bringt mit 617 Kilogramm Milch genügend Milch mit und vererbt im Bereich des Eiweißes mit 0,05% positiv. Im Fitnessblock ist der Eutergesundheitswert mit 113 sehr positiv auffallend. Aber auch die Persistenz mit 108 spricht für ihn. Der Kalbeverlauf sollte beachtet werden, damit es hier zu keinen Komplikationen kommt. Aber wie schon erwähnt, der Grund, warum wir Ihnen diesen Bassason vorstellen, ist seine hervorragende Vererbungskraft im Bereich des Exterieurs. Wie von seinem Vater erwartet man sehr feine, aber trotzdem rahmige Rinder mit gut gelagerten, sehr langen und breiten Becken. Im Bereich der Oberlinie sollen seine Nachkommen sehr, sehr stark sein und haben auch eine gute Umdreherposition. Sein Linearprofil deutet auch auf sehr hohe und breite Hinteräuter, die mit einem sehr stark ausgeprägten Zentralband ausgestattet sein sollen. Daher ist Roquefort ein absolutes Muss für alle Exterieurliebhaber, die inhaltsstoffreiche Milch aus gesunden Eutern haben wollen. Mit Astra Red darf ich Ihnen nun einen Red-Holstein-Jungstier vorstellen, der vor allem im Exterieur überzeugt, aber trotzdem Leistung und Fitness dazu top kombiniert. Astra Red ist ein A-Top-Redson, der aus Salvatore stammt und hat eine Pace-Red-Tochter als Mutter. Astra Red hat einen RZG von 149 und zählt damit zur Spitze der Red-Holstein-Stiere. Sein Milchzuchtwert mit plus 832 Milchkilogramm lassen auch leistungsstarke Töchter, die auch gute Inhaltsstoffe haben, erwarten. In der Fitness auffallend sind sein Zuchtwert für Töchterfruchtbarkeit und sein Zuchtwert für Nutzungsdauer mit 117 bzw. 125. Aber auch alle anderen Sekundärmerkmale sind deutlich positiv. So könnte man diesen Stier auch zur Gruppe der Fitnessstiere geben. Im Bereich der Gesundheitszuchtwerte ist dann auch noch der Wert für Mortellaro mit 123 sehr, sehr positiv. Aber seine größte Stärke liegt definitiv in der Exterieurvererbung. Hier muss man nahezu keine Abstriche machen, besonders der Zuchtwert mit 136 für Hinteräuterhöhe sprechen für den Einsatz von Astra Red. Von seinem Nachkommen erwartet man aber auch genügend Milchtyp mit viel Kapazität und breiten Becken. Astra Red ist somit sicher eine Bereicherung für das Rotbundsegment und wird ihrer Herde Leistung, Fitness und vor allem das Exterieur verbessern. Ein weiterer Top-Vererber im Bereich Exterieur ist Facetime. Facetime stammt aus einer tiefen dänischen Kuhfamilie mit Wurzeln in den USA, die bereits Allstars wie Edison oder Steven hervorgebracht hat. Facetime ist ein Freemax-Song, der über Gymnast, Battle Cry und Sergeant Töchter mit sicher geprüften Stieren und mit sehr guter Exterieurbewertung im Pedigree hat. Facetime ist ein Stier, der nicht nur gutes Exterieur färbt, er hat einen Exterieurzuchtwert von 138, sondern der auch einen ausgezeichneten Gesamtzuchtwert von 148, einen sehr guten Milchzuchtwert von 129 und einen sehr guten Gesundheitszuchtwert von 122 aufweist. Facetime hat eine super Kombination aus gut mittlerer Milchmenge plus 754 Kilogramm Milch mit sehr guten Inhaltsstoffen plus 0,22 Fettprozent plus 0,08 Eiweißprozent sowie absolute Top-Werte im Fundament- und im Euterbereich. Aber nicht nur im Fundament-Euterbereich, sondern auch
Im Fitnessbereich hat er absolute Top-Werte und hier im Speziellen in der Alter Gesundheit, in der Zählzahl und im blauen Bereich bzw. in der Multilateral-Resistenz. Freestyle ist ein Allrounder der Spitzenklasse mit Vorzügen im Exterieur, der auch genügend Milchmenge und positive Inhaltsstoffe mit bester Fitness kombiniert. Als vorletzten Stier des heutigen Webinars darf ich Ihnen den Ausnahmevererber im Bereich Euter der Rasse Holstein vorstellen. Der Hayok Danson Chief ist mittlerweile kein Unbekannter mehr und hat bereits knapp 13.000 melkende Töchter, von denen über 8.600 im Exterieur bewertet wurden. Chief geht über Numero Uno und Observer auf die bekannte Schau- und Zuchtkuh Lagrest Cosmopolitan zurück und ist nach wie vor ein Ausnahmetalent, was Eutervererbung anbelangt. Seine Töchter haben mittlerweile auch in unserem Zuchtgebiet gekalbt und überzeugen auf ganzer Linie. Speziell die hohen und breiten Hintereuter sprechen für einen Einsatz von Chief. In Summe macht dieser Stier aber keine extremen Kühe, sondern Kühe, die aufgrund ihrer positiven Eigenschaften in den Bereichen Körperbreite, Beckenneigung und auch Größe sehr unkompliziert sind und deshalb sehr gut in allen Betriebsformen zurechtkommen. Chief-Töchter überzeugen aber auch im Bereich der Leistung, was der Milchzuchtwert von plus 953 Milchkilogramm bestätigt. Zudem sind Chief-Töchter auch sehr fit, denn in allen Gesundheitsmerkmalen ist er hier deutlich positiv. Daraus resultiert ein RZ gesund von 111. Seine großen Stärken liegen aber hier in den Bereichen Zellzahl und Töchterfruchtbarkeit. Auf Kalbinnen sollte Chief aufgrund seines leicht negativen paternalen Kalbeverlaufes in gesetzter Form eingesetzt werden. Wer Chief besamt, weiß definitiv, was er bekommt. Und Chief wird seinem Namen immer wieder gerecht, nämlich der Chef der Eutervererbung. So, nun kommen wir zum letzten Vererber, der heute besprochen wird. Und das ist Skater. Der genomische Jungvererber Skater geht über Skelten, Geier und Leiter. Über 8 Generationen Werigung und exzellent eingestufte Kühe auf die Ausnahme Zuchtkuh Westwood Ruby Missy X92 zurück. Er ist ein Allrounder, der in seinem Vererbungsprofil kaum Schwächen aufweist, der aber viele, viele Stärken zeigt. Sein Vererbungsprofil mit 157 im RZG, hier konnte er einen Punkt zulegen, mit 144 im RZM, auch hier konnte er einen Punkt zulegen. Hier kann er 986 Kilogramm plus in der Milch aufweisen, plus nur 25% im Fettbereich und plus nur 22% im Eiweißbereich. Hat ein RZ gesund von 120, auch hier konnte er sich um einen Punkt steigern, mit einer Nutzungsdauer von 114, einer Zählzahl von 112, einer Konzeptionsrate von 113, einem Euterfitnesswert von 110, einem blauen Zuchtwert von 114, einem Modellarer Zuchtwert von 112, einer Reproduktionszuchtwert von 113 und einem Metabolikzuchtwert von 109. Also im Fitnessbereich absolut Top-Werte in den wichtigen Bereichen. Aber seine Ausnahmestärke zeigt er im Exterieurbereich. Er hat einen Zuchtwert von 144, im Milchtyp 112, im Körper 116, im Euter 103, ein Fundament 123 und im Euter 131. Knapp 1000 Kilogramm Milch, ausgezeichnete Inhaltsstoffe in Kombination mit genügend Körper und Typ. Ausgezeichnete Becken und Fundamente
sowie Alter, die keine Wünsche offen lassen, machen Skater sehr, sehr interessant. Zusätzlich kann er in nahezu allen Fitnessmerkmalen deutlich positive Werte aufweisen. Skater ist ein genomischer Jungfärber, von dem wir jetzt Gott sei Dank auch genügend Sperma bekommen haben und bekommen werden, der in allen wichtigen Bereichen deutliche Verbesserungen bringen kann. Mit einem RZG von 157, einem RZM von 144, einem RZ gesund von 120 und einem RZE von 144 gehört er zur absoluten Spitze der Allrounder. Und ich bin froh, dass wir heute diesen Stier präsentieren können. Und ich bin froh, dass wir genügend Sperma auch im gesetzten Bereich zukünftig von Skater zur Verfügung haben. Ja, lieber Hans, besten Dank für die Vorstellung des letzten Stiers in der Kategorie. Bevor wir jetzt das Webinar beenden, möchte ich auch gleich darauf hinweisen, dass wir bereits vor dem Wochenende eine Aufzeichnung des Webinars auf unserem YouTube-Kanal anbieten wollen. Und ich möchte Sie noch einmal darauf hinweisen, stellen Sie die Fragen, auf die Sie jetzt noch keine Antwort bekommen haben. Und ich sehe schon, die erste Frage ist eingetroffen. Ich glaube, die wird uns der Hans gleich beantworten. Was ist mit Soundsystem? Also jetzt die Frage aufgetaucht, was ist mit Soundsystem? Soundsystem hat mir bei den letzten Seminaren oder Webinaren immer klar und deutlich angesprochen. Soundsystem gilt für uns nach wie vor als einer der besten nachkommenschaftsgeprüften Stiere, der in der Milchmengenfärbung, in der Inhaltsstoffsfärbung, aber auch in der Exterieurfärbung deutliche Vorzüge aufweisen kann. Es gibt schon viele Töchter, nicht nur weltweit, sondern auch in Österreich, und die können auf den Betrieben überzeugen. In den meisten Spermaangeboten der österreichischen Zuchtverbände ist Soundsystem nach wie vor gelistet, wie auch hier in der Steiermark und ich denke auch in Niederösterreich. Also Soundsystem sollte unserer Meinung nach wie vor zwar gezielt, aber trotzdem stark eingesetzt werden, weil er einfach auch ein entsprechender Allrounder ist, der im Leistungsbereich sehr, sehr gute Werte bringt, aber auch die ganz besondere Crew machen kann, die auch auf diversen Ausstellungen und Schauen ganz vorne mitlaufen kann. Von einer sehr, sehr positiven Entwicklung können wir auch berichten im Samenabsatz. Im letzten halben Jahr konnte der Anteil an gesetzten Samen in der Samenausgabe deutlich gesteigert werden, was natürlich ein klares Ziel auf unserer Organisation ist, der Einsatz von gesetztem Sperma. Und dadurch, dass auch die Preise von gesetzten Sperma immer konkurrenzfähiger werden, wird es auch von den Bauern deutlich mehr angenommen. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Lieber Hans, nachdem es keine weiteren Fragen gibt, bitte ich dich um abschließende Worte. Ja, ich möchte zum gesetzten Sperma noch anknüpfen. Nicht nur die Preise werden günstiger und für die Landwirte attraktiver, sondern auch die Samenqualität wird deutlich besser. Es gibt ja mittlerweile schon Sperma, wo es Untersuchungen gibt, wo bessere Befruchtungsergebnisse quasi nachgewiesen werden wie bei konventionellen Sperma. Also das spricht alles für den Einsatz von gesetzten Sperma. Gut, abschließend möchte mich bedanken bei Gregor Schaumeier, möchte mich bedanken vor allem auch bei Thomas K. und vor allem bei euch, die immer wieder quasi durch eure Aufmerksamkeit uns quasi motiviert, dass wir das Webinar nach den Zuchtwertschätzungen immer abhalten. Wir hoffen, dass wir beim nächsten Webinar, dass im Anschluss an die Dezember-Zuchtwertschätzung stattfinden wird, vielleicht wieder ein bisschen mehr interessierte Teilnehmer haben werden. Aber im Sommer ist es immer so, die Arbeit geht nicht aus, am Abend ist man müde. Heute kommt noch in einigen Teilen Österreichs und Steiermark und Niederösterreich hinzu,
dass das Wetter auch nicht unbedingt mitspielt und der andere vielleicht auch bei der Feuerwehr im Einsatz sein wird und ihr quasi nicht teilnehmen kann. Also hier danke nochmals für die Teilnahme und ich möchte mit diesen Worten das vierte Webinar abschließen und wünsche allen viel Glück bei der Anbahnung, ein gutes Händchen bei der Anbahnung auf den Betrieben, damit die Stiere, die wir heute besprochen haben, auch dementsprechend gezielt angepackt werden und die Nachkommen genau das wiedergeben, was wir heute hier besprochen haben.